Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ja, wie ihr wisst, haben wir uns das letzte Mal hier ausgelockt. Wir sind hier in der Fabrik. Es scheint hier auch auf dem Server keine Mechs zu geben. Wir sind immer noch auf ja, Knastinsel. Und ja, scheint auch eher ein PvP-Server zu sein, statt ein PvE-Server. Das hatten wir ja das letzte Mal schon alleine wegen den ganzen Safe-Zones, die eigentlich so weit auseinander liegen oder so weit liegen oder so langsam oder so blöde liegen. Ach du Scheiße. Dass man als PvE-Spieler eigentlich gar nicht irgendwie vermutlich zu den PvP-Spielern gerät oder so, keine Ahnung, was hier der Plan war. Ja, diese Bot-Server sind eigentlich nicht meins, das wisst ihr ja. Und deshalb wird jetzt auch nach der nächsten Folge, also ich werde die Folge jetzt noch machen und dann noch eine Folge und dann wird wahrscheinlich hier auf dem Server erstmal Feierabend sein. Ich wollte halt nur mal ein bisschen schauen, aber wie ihr seht, Loot ist hier eigentlich auch ganz gut. Also für Leute, die auf PvP stehen und auf dieses Bot-Gedönse. Oh, geil. Ja. Werden sich hier wahrscheinlich auch wohlfühlen. Für mich ist das ganze Zeug halt nichts, dieser Bot-Shop nicht, weil ich loote eigentlich gerne selber. Und ich denke mal, wenn ich in PvP gehe, dann möchte ich auch mit Zeug, was ich gelootet habe, ins PvP gehen und nicht mir irgendwie Zeug kaufen können oder sonstiges. Also ihr seht, ich bin halt eben brauche ich auf jeden Fall, da ich keinen Dings habe, keine Markierung. Ich bin immer noch nicht wirklich weiter. Ich habe immer noch nur wenig Loot, was aber wirklich auch damit was damit zu tun hat, dass ich wirklich nur meinen Loot nutze und nicht irgendwie mir irgendwas kaufe. Könnt mir vermutlich auch hier einiges kaufen, spawnen und lassen. Möchte ich nicht, weil ich bin halt wirklich noch einer von den Spielern, die gerne looten gehen, weil das gehört eigentlich zum Spiel. Und ja, sich nicht alles kaufen möchten, nur um hier rumzuballern. Klar, ich meine, ich habe auch nichts dagegen, hier ab und zu ein bisschen durch die Gegend zu laufen und rumzuballern oder so. Es gehört zum Game dazu. Und wenn man sich das Zeug selbst gelootet hat, finde ich das auch voll in Ordnung. Oder auch hier rumzuballern, um sein Zeug zu verteidigen, wenn man angegriffen wird oder so. Finde ich genauso geil. Aber einfach nur, um auf einen Server zu gehen, sich hier, weiß ich nicht, hier rumzuballern. Wie gesagt, da gibt es meiner Meinung nach bessere Spiele. Und dafür wurde eigentlich Scum ja auch nie gemacht. Scum sollte ja eigentlich ein Survival-Überlebensspiel sein und nicht ein ich gehe hin und baller alles weg Spiel. Dafür gibt es andere Spiele wie, weiß ich nicht, PUBG und wie sie alle heißen oder Call of Duty oder keine Ahnung. So. Öffnen drin. Aber leider muss irgendwie heutzutage ja aus jedem Spiel ein Ballerspiel gemacht werden, weil sonst die Leute kein Interesse mehr dran haben zu spielen. Ich finde es schade, aber okay, wenn es nun mal so ist, dann ist es so. Dann werde ich da auch nichts dran ändern. Dann muss ich mich den Gegebenheiten anpassen und ja, das Beste draus machen. Und wie gesagt, ich bin halt nicht so der reine PvP-Spieler, weil dann würde ich echt auf andere Spiele gehen. Ja, ich denke mal, ich bin vielleicht dann hier eher so der PvE-PvP-Spieler.
Weil ich mag es auch einfach mal durch die Gegend zu ziehen und zurück zu looten. Und ich sage also, diese Server wie hier, wo man echt nur noch hingeht, um zu ballern, meide ich eigentlich größtenteils. Jetzt für meinen Guide hier in meiner dritten Staffel spiele ich jetzt auch mal auf den Server. Was heißt spiele ich? Ich schaue mir die Server halt an, um für euch so ein bisschen Feedback zu geben und Content zu geben, was man hier am besten auf den Servern macht. Und ja, ist halt so. Und ich passe mich hier mehr oder weniger den Gegebenheiten an. Wäre aber nicht wirklich ein Server, wo ich, sage ich jetzt mal, längere Zeit drauf spielen würde. Wäre ernsthaft. Passt auch noch rein, sehr schön. Wer mir auf Twitch folgt und so, der weiß, dass ich zwar zurzeit auch auf so einem Server spiele, aber wir uns eigentlich auch nach einem anderen Server umschauen und der Server, wo wir zurzeit halt drauf sind, eigentlich nur dann dafür gedacht ist, demnächst, wenn wir halt Lust auf PvP haben oder so, oder reines PvP haben. Was mich momentan irgendwie auch an jedem Server nervt. Also das hat jetzt auch nichts mit dem Spiel zu tun oder so. Das ist anscheinend mein Charakter oder so. Keine Ahnung. Ich finde seit geraumer Zeit schon keinen einzigen Bogen mehr auf den Servern. Was mich so ein bisschen ärgert, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne auch mit Bögen spielt. Aber da können die Server nichts für. Das ist mein Lootglück, was ich nicht habe. Oh, ey, Schock. Ich habe mich jetzt gerade total erschrocken, weil hier irgendwo ein Zombie gespawnt ist und wach geworden ist, keine Ahnung. Obwohl ich habe, was habe ich denn? Vier Schraubendreher, dann könnte ich vielleicht, wenn ich Glück habe, jetzt vier Schlösser knacken. Könnte ich mit viel Glück. Was wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ja, das ist wieder. Also das ist auch wieder irgendwas, was mich so ein bisschen ankotzt. Aber das wisst ihr ja schon. Die, die länger bei mir sind, na Gott sei Dank mal ein bisschen noch Millimeter Munition. Also ich finde immer, es kann ja nicht sein, dass. Gut, okay, hier ist kein militärisches Gebiet, muss ich ganz ehrlich auch dazu gestehen. Aber wenn man in einen militärischen Bereich geht und dann Hunter-Munition findet in solchen verschlossenen Behältnissen. Finde ich das schon immer ganz lustig, weil welches Militär benutzt bitte schön Hunter-Munition? So, habe ich sonst noch irgendwas? Ne, ich habe nichts mehr zum Knacken. So, vielleicht ist der komische Schreier auch er. Hier ist die Dame. Dann hauen wir sie doch einfach mal um und haben jetzt vielleicht endlich mal unsere Ruhe. Immer diese Schreihälse hier, die das ganze Gebiet hier alarmieren müssen. Wenn man mal an einem Sonntag gechillt hier irgendwie eine Runde looten gehen möchte. Wäre mal schön, wenn ich hier ein bisschen
Garn finden würde oder so. Okay, da ist noch ein Schraubendreher. Dann könnten wir gleich unten sogar das fünfte Ding knacken. Was aber wahrscheinlich auch nichts bringt. Weil da auch nicht wirklich viel drin ist. Oh, warte, ich könnte ja eigentlich auch die Löcher durchsuchen, ne? Die haben ja des Öfteren auch mal so ein Zeug dabei. Der hier leider nicht. Ja, D. Was hier aber auch wirklich gerade verdammt viel ist. Eigentlich fast auf jeder Etage oder in jedem Raum irgendwie ein Zombie gefühlt. Halt, ich habe den da drüben noch gar nicht durchsucht. Das sollte ich jetzt auch gleich mal tun. Nochmal zurück. Zombie durchsuchen. Vielleicht hat der jetzt mal ein bisschen was. Ein Auge hätte er für mich. Ja, ein Auge brauche ich nicht. Und ich wechsle jetzt auch nochmal eben. Ach, da ist schon wieder einer. Das ist echt gerade doch clever. Weil irgendwie, ich sag ja, irgendwie gefühlt jedes Ding hat ein Zombie. Eigentlich könnte ich auch gerade hier. Ne? Ich glaube, dafür bin ich jetzt auch nicht intelligent genug. Ich kann untersuchen, fallen lassen, bla, waschen, alles waschen. Ich kann es leider nicht reparieren. Hier gibt es auch nicht wirklich irgendwas Interessantes, aber ich könnte das da hinpacken, das kann ich hinpacken, darüber, das dahin, das dahin. Und das nehmen wir mal mit, so für den Fall der Fälle, dass ich mir nochmal was schneiden muss. Auch nichts drin. Da waren wir schon drin. Rote Hose, ja, die brauche ich bestimmt. Brauche ja ein Weihnachtsmannkostüm mitten im Sommer. Leider finde ich hier aber auch nirgendwo gerade Garn. Ich würde schon gerne mal so ein bisschen mein Zeug reparieren. Aber nein, auch hier nicht. Feuerzeug. Warte. Denke ich allgemein mal kurz hier gucken. Ja, ich kann halt sehr vieles nicht herstellen. Das ist halt mein Problem. Das war ja Übersicht. Ist der dann bei Int? Überlebensfähigkeit, ja, 12% erst. Ne? Nicht wirklich so toll. Aber davon mal abgesehen, dass wir mit 0% angefangen haben, ist es doch, glaube ich, schon ein kleines Stück. Ne, weg zu. So. So, und ich habe jetzt noch einen Schraubendreher, das heißt, ich könnte jetzt da unten nochmal in das Teil gehen. Erstmal durchsuche ich hier den Mülleimer. Leider nur Nägel. Ich kann hier nochmal rein und das letzte Schloss knacken. Nicht, dass da irgendwas drin ist, aber man kann es ja einfach mal machen. Wo? Da. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Herstellen Dietriche, so. Sehr schön. Und es ist auch nur Hunter-Munition drin, ernsthaft. Ich sag da nichts mehr zu. Ich halt meine Klappe. So. Dann gehen wir jetzt mal das Ding da looten.
Danach das Gebäude. Aber irgendwie haben diese PvP- und Bot-Server alle das Gleiche. Nämlich meistens keine Mechs an. Das ist halt was, wo ich ja auch immer wieder sage, ganz ehrlich, kann ich eigentlich mit dem Game auch... Aua, hä? Das wäre das Gleiche, als wenn ich in den Supermarkt gehe und mir das Zeug einfach raushole. So, kurz hier hin. Das Ding hier direkt mal reparieren. Wenn wir schon so viele Kisten finden mit Zeug, also mit Werkzeugkisten meine ich natürlich. Dann sollten wir es auch ausnutzen und unsere Waffe ganz halten. Gar nicht, warum ich noch einen Schraubendreher in der Hand hatte, aber okay. Mit dem Schraubendreher gegen den Zombie kämpfen war vielleicht nicht gerade clever, aber ist ja Gott sei Dank noch aufgefallen und ich habe dann ganz schnell gewechselt auf Schwert. Es könnte natürlich sein, dass hier gerade schon jemand gelootet hat, weil mir kommt es hier gerade ziemlich leer vor, aber dagegen spricht eigentlich, dass hier Zombies sind. Wenn hier jemand gelootet hätte, wären keine Zombies hier drin. Oder die Zombies spawnen hier relativ schnell nach. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich alles möglich. Die hatte ich, glaube ich, schon alle, okay. Ach, da liegt noch eine Dame. Na, die darf gerne sich mal zu mir gesellen. Hat die Dame auch auf jeden Fall gerade vor. Gut. Jetzt nicht mehr. Halt. Die hab ich nicht. Ach, da ist noch jemand, okay. Nein, nicht aber. Mann, ey. Die hat auf jeden Fall auch kein E-Zeug dabei oder kein Garn. Der hier auch nicht, der Herr. Schade. Hier ist ein Zeug drin, aber kein Garn. Schrott, Säge, keine Ahnung. Noch mehr Schrott. Ist leider zu gut sichtbar, auch mit den Reflektoren. Werde ich jetzt mal. Mitnehmen. Aber ich habe hier echt kein Glück mit dem Garn, ne? Das ist auch hinten sehr schön. Brauchte ich eigentlich jetzt irgendwas?
habe ich noch 60%, trinken 70%. Sollte zumindest erstmal reichen. Hier ist auch eine Maschine, da ist nichts drin. Oh, hier ist ein Zombie drin. Komm, du hast jetzt bitte mal Garn für mich. Ich würde nämlich gerne mal meine Sachen reparieren. Natürlich, wenn man in Soldatenkleidung auszieht, bleiben nur die Stiefel übrig. Naja, egal. Hier liegt direkt noch einer, super schön. Mann, Mann, Mann. Er hatte natürlich auch nichts. Schade eigentlich. Wäre immer schön, wenn man die Sachen von den Zombies durchsuchen könnte, weil im Prinzip hätten wir vielleicht auch irgendwie Sachen dabei. Vielleicht. Vor allen Dingen der mit dem improvisierten Kurierrucksack hier. Den wird er sicher nicht gebastelt haben, weil er jetzt einfach mal einen Rucksack haben wollte. Wenn sowas demnächst mal funktionieren würde, fände ich das eigentlich auch ziemlich klasse. So. Naja, dadurch, dass hier halt wirklich keine Mechs sind und man keine Angst haben muss, kann man hier einfach eigentlich auch durchlaufen und ja, eigentlich wirklich wie im Einkaufsladen einfach mal überall durchlaufen. Und sich nach Zeug umgucken. Noch ein Schraubendreher. Was ich auch mittlerweile bei mir selbst gemerkt habe, ist, wenn man irgendwo rumläuft, wo es keine Mechs gibt, wird man eigentlich ziemlich schnell unvorsichtig. Also zumindest bei mir so. Okay, hier sind nur Spinde da, die schon offen sind. Hier ist auch alles schon offen. Schade eigentlich. Gut, hier gibt es noch ein kleines Vorratslager anscheinend. Ja. Nichts drin. Ne, so. Dann gehen wir einfach mal hier oben gucken. Ich habe ein Déjà-vu mit, ich finde kein, oh, da geht's gar nicht raus, finde kein Garn. Hatte ich schon mal auf einem Server, es war aber eigentlich ein Low-Loot-Server. Finde es klasse, dass das hier auf einem High-Loot-Server genauso funktioniert. Ich hier gar nichts finde an Garn. Es läuft. Die gefällt mir besser. Die kann hier bleiben. So. Was mir gerade gar nicht gefällt, ist meine kaputte Hose, so wie die aussieht. Kann ich mal irgendeiner der Mitarbeiter hier Garn haben liegen lassen? Sieht nicht so aus, die wollten alle kein Garn für mich hier lassen. So, ich könnte jetzt mal das erstmal alles essen. Ist African Biltong. Weiß nicht, warum mir heute so verdammt kalt ist. Sondern wir trinken jetzt einfach mal den Kaffee dazu. Immer
sonst noch irgendwas machen? Glaube ich nicht so aus. Auf jeden Fall mal machen könnte, wir den Eierwärmer ausziehen. Den brauche ich nämlich auch nicht. Okay. Ja, Schrotzen, Munition, die brauche ich aber auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wieder zurück. Hinten durch. Ich glaube, da muss ich hoch, war doch so. Und dann komme ich darüber auf das andere Gebäude, ne? Glaube ja. Mein Gott. Das rote Kreise von B2. Kleinen roten Kreise. Wo hat der da rote Kreise? Ach, da, das Ding. Ich hätte jetzt auch ein 9 mm Magazin, was aber ziemlich merkwürdig ist. Komm, dann nehmen wir das Ding hier lieber mit. Das hat auf jeden Fall mehr Prozent wie das. Da ich ja gerade auch irgendwie nicht wirklich Garn finde. Auch nicht mal in den Mülleimern. Aber ich war sogar im falschen Gebäude. Ich wollte eigentlich von da drüben hier hoch. Dann wäre ich nämlich direkt hier hinten hingelangt. Aber okay, da können wir gleich immer noch hinlaufen. Jetzt erstmal hier alles durchsuchen. Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Hier ist nur, keine Ahnung, Schrott drin. Hätten wir mal einen Buschschuh, zumindest ein bisschen Tarnung. Okay, die Kisten scheinen alle einzeln lootbar zu sein. Das heißt, ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Noch ein Buschschuh. Und was mir auch an den Bot-Servern auffällt, dass die manchmal ein bisschen nachhängen und man ewig braucht, um Kartons zu looten oder überhaupt zu looten. Mir bis jetzt wirklich nur bei den Bot-Shops, Bot-Servern aufgefallen, die auch einen Bot am Laufen haben, dass da manchmal bisschen länger dauert, bis man mal eine Kiste oder so gelootet hat. Komm, das Ding nehmen wir mal mit. Vielleicht baue ich mir gleich noch einen improvisierten Bogen oder so. Nix. Weiter. So, und hier die Dinger. Den brauche ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt einen Militärkompass. Ja, und hier schon wieder hängt. Mein Gott, echt. Könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Was ist das hier auch schon wieder? Wir könnten hier definitiv noch eine Etage höher gehen. Gucken, was wir
hier noch so finden? Ich glaube allerdings auch nichts Vernünftiges. Noch ein Gummi. Nichts. Als super. Schloss. Jetzt haben wir überhaupt noch 4 Schraubendreher. 2, 3 habe ich nur. Ja, toll. Das heißt, auf jeden Fall ein Schloss bleibt wieder zu. 1, 2, 3. Hier finden wir zumindest mal bessere Munition für eine M1. Und dies war es schon wieder. Okay, diesmal möchte ich mich nicht beschweren. Wir haben zwar noch keine Munition für die AS Wall, aber... sehr schick. Erst aufnehmen. Reparieren. So. Mal rausschmeißen. Ne, passt. Hat er eigentlich. Ne, aufs Dach wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich da in den Raum rein. Ja, hier hätte ich ein Car Repair Kit. Bringt mir nur nichts, ich habe kein Auto. Ich meine, auch die AS Wall bringt mir im Prinzip gerade eigentlich gar nichts, weil ich habe weder Munition noch sonst was für sie. Was auch nicht gerade clever ist. Oh ja, und schon wieder ewig nachladen. Zumindest werde ich jetzt hier noch mal eben durchlooten. Flasche Wasser, sehr schön. Oh ja, und es hängt, es hängt, es hängt. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir wieder einige Kartons hier vor uns. Ein bisschen Geld zumindest. Ein bisschen Klebeband, Panzertape. Nochmal. Nochmal. Und noch ein bisschen Geld, sehr schön. Ansonsten. Ich glaube, das war... Falschgelddruckerei hier. So viel Geld, wie die in Kartons versteckt haben. Nicht mehr normal. So, nee, hier auch nicht. Autobatterie habe ich hier auch. Super. Also wenn ihr hier oben jetzt auch noch ein Auto versteckt habt, nicht zufrieden. Dann habe ich ein Car Repair Kit, eine Autobatterie. Jetzt fehlt nur noch der Sprit. Na toll, und hier hinten sind noch ein paar Schließfächer. Eine Mine. Mine ist immer schön. Da auch nicht. Könnte übrigens gerade mal hier nachladen, fällt mir ein. Nee. Ah, okay, ist voll. Ja, du sollst bestimmt das Magazin rauslegen, mein Freund. Ernsthaft. Komm so für den Fall, dass wir eine UMP finden. Das Problem ist, man findet irgendwie immer das, was man gerade nicht hat.
Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja, Leute, die mich kennen, ihr wisst, ich schneide mir damit immer meine Stofffetzen ab. Oh. Ein Messer. Nee, brauche ich jetzt gerade auch nicht. Schön, dass man die Waffe hier gefunden, aber man irgendwie nicht wirklich was an Munition hat. Da war ich schon. Der 57er Leuchtspiel. Da liegt direkt noch ein Zombie. So, Scheiß. Ja gut, Zombies gibt es hier anscheinend sehr, sehr viele. Gucken, was es hier noch so gibt. Oh, okay. Im Moment gibt es jetzt erstmal ein Timeout. Ja, wir sind schon über 30 Minuten. Wir sind sogar schon fast an 40 Minuten. Von daher werde ich jetzt erstmal beenden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich ciao, der Falli.